Moin und herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, ist richtig, ich sitze in der Gondel, hinter mir das schöne Saalbach. Und zwar bin ich mit Maurice, da ist er, ja, auf dem Biketrip, bisschen was Österreich unsicher machen. Und genau, gerade in der Kohlmaisbahn hoch zum Panorama Trail sind wir gerade eben schon einmal gefahren, noch ein bisschen was abgecheckt. Übelst geil, richtig flowig, haben echt was geändert. Gleich so ein bisschen was so einer Jump-Flow-Line. Seht ihr auf jeden Fall gleich noch. Und genau, heute ist eben dann Tag 1. Wie genau, ob ich da jetzt eine Videoreihe von mache oder eben einzelne Videos unabhängig, werdet ihr, denke ich, dann die nächsten Tage und Wochen auf meinem Kanal sehen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden, kommt mal ganz drauf an, wie viel Videomaterial es ist und ob es sich überhaupt lohnt, dann, sage ich mal, dann die vollen 10 Tage jedes Mal ein neues Video hochzuladen. Werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall gleich an Bord und bis später. Nutrition is the best. What we do here is go back. Wir sind jetzt auf dem Weg rüber nach Hinterklemmen zur Z und Pro Line. Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt ein paar Mal die Panorama Trail und den Monty Trail gefahren. Der Panorama Trail übel geil, wirklich nice, schon sehr flowige Jumpline, wirklich wie ich es im Lift eigentlich schon gesagt hatte, wirklich richtig, richtig geil. Monty Line muss man halt fahren, um runterzukommen, weil Forstweg, klar, kann man machen. Aber es ist halt Höhenmeterverschwendung. Bin jetzt sehr gespannt auf die Z-Line. Hab auch wieder überhaupt keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Maurice ist schon eher so Stammgast hier, Saalbach Hinterklemm Leogang. Und der zeigt mir mal so ein bisschen was hier alles, würde ich sagen. Monsieur, machen Sie mal einen Trick. Nur nicht ins Wasser runter. Wow, das schmeckt. Gut, dann sehen wir uns gleich oben am Start von der Z-Line wieder. Bis gleich. Was meinst du? Naja, bisher ziemlich lustig. Wow. Auf jeden Fall ist der Sonntag geregelt.
Ja, der eine oder andere hört es vielleicht im Hintergrund. Es regnet. Sind gerade mit der 12er-Kugel hochgefahren und ich sag mal, gegen Ende von der Liftfahrt hat es schon ein bisschen was an die Scheiben geprasselt. Die Fahrt selber dann die Z-Line runter war okay. Die Holzelemente waren zwar schon ein bisschen was feucht, aber echt noch nicht. Ich meine, sowieso alles mit Kaninchendraht bedeckt. Also insofern haben die das hier schon richtig gemacht. Ja, jetzt fängt es gerade ein bisschen was mehr an. Die Abfahrt an sich war schon ziemlich geil. Halt sehr blind. Nächstes Mal wird's besser. Muss besser werden, immer. Auf jeden Fall kommt in einer Stunde noch ein riesen Gewitter auf uns zu. Von daher sollten wir schon gucken, dass wir vorher noch vielleicht so viel mitnehmen, wie wir es schaffen. Mal schauen. Je nachdem sehen wir uns gleich wieder oben am Start von der Z-Line an Bord. Bis gleich. Jetzt geht's doch nicht zur Z-Line. Maurice und ich haben noch einen alten Bekannten von Maurice aufgegabelt, der kam jetzt auch dazu. Wetter noch stabil und deswegen haben wir gesagt, ja, was soll der Geiz? Jetzt geht's hoch zum Hackelberg Trail. Da freue ich mich riesig drauf. Ist ja auch, heißt es, ich habe keine Ahnung, wohl der höchste Startpunkt für einen Trail, auch somit der längste Trail hier in dem ganzen Bike-Revier. Ich freue mich riesig. Also natürlich auch wieder alles blind und auch so ein bisschen was Bauchgrummeln dabei, aber ich denke mal, so ein bisschen was ist ja auch gar nicht verkehrt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber ich freue mich auf jeden Fall. Das wird bestimmt ziemlich geil. Wir sehen uns dann jetzt gleich an Bord, nicht Start Z-Line, sondern Start Hackelberg Trail. Und ja, das gibt eine Gaudi. We'll be right back.
Ja, was soll ich sagen? Hackelberg Trail war richtig geil, aber auch wie versprochen auch sehr lang, was man gerade am Ende extrem in den Händen gemerkt hat. Ich würde sagen, gerade der Anfang, also so die ersten 3-4 Abschnitte waren wirklich, wirklich Prime Conditions, richtig geil, flowig. Will man eigentlich fast nichts anderes mehr haben, würde ich sagen. Richtig cool. Danach, habt ihr gesehen, sind wir gerade noch die Adidas Pro Line gefahren. Halt auch wieder komplett blind. Ich war mir bei vielen aber gar nicht sicher, ist da jetzt eine Lücke, kann man das einfach ziehen, sollte man sich vorher angucken. Lief nicht ganz so gut. Ich hoffe generell, ihr versteht mich gerade. Ich stehe gerade hier auf dem Parkplatz mit Maurice bei der Shutback Express. Weil wir wollen nämlich jetzt unsere wahrscheinlich letzte Abfahrt machen, und zwar einmal die X-Line. Grummeln tut's nicht, aber über mir, ihr seht es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht, ist es sehr dunkel. Also es könnte jederzeit eventuell was runterkommen. Warten aber auf jeden Fall gerade noch auf den Simon, also auf den Bekannten aus Finale Ligure von Maurice. Und dann, ja, drückt mal die Daumen, dass wir noch einmal hochkommen und die X-Line fahren. Wäre sehr geil. Da bin ich wieder. Jetzt in unserem kleinen Loft, nein, natürlich kein Loft, aber eine sehr, sehr kleine Wohnung. Hier für jetzt ein paar Tage angemietet, kleines Airbnb. Warum? Stürmt und regnet draußen jetzt schon seit echt gut, würde ich sagen, knapp 2 Stunden. Soll bis 11 Uhr heute Abend noch weiter regnen. Also morgen früh schön geile muddy conditions. Wird Hammer. Freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ja, ansonsten lassen wir den Abend jetzt noch relativ ordentlich ausklingen. Machen gerade was zu essen, gucken, dass wir auch ja, ein bisschen was Erholung bis morgen kriegen, weil Hände merkt man jetzt schon noch ein bisschen, also ich zumindest. Und dann sehen wir uns morgen früh, würde ich sagen. Bis dahin, haut rein. Ich kann euch noch nicht sagen, wann dieses morgen früh sein wird, also beziehungsweise der nächste Teil kommt. Wir sehen uns. Bleibt bis dahin gesund und ciao, Kakao.